Sieben wichtige Faktoren, die du vor einer Investition in Aktien berücksichtigen solltest. Im heutigen Video werden wir die sieben Dinge untersuchen, die du berücksichtigen solltest, bevor du in Aktien investierst. Wage dich nie an Aktienkäufe heran, ohne diese sieben Faktoren gründlich zu berücksichtigen. Punkt 7. Der Preis pro Aktie. Die Bewertung von Investitionen in Stammaktien auf Basis des Preises pro Aktie ist oft bequemer, da diese Daten in den Aktienmarktnotierungen der großen Tageszeitungen regelmäßig angegeben werden. Ein Anleger, der beispielsweise 200 Aktien der Stammaktie von Pension erwerben möchte, kann die Gesamtinvestition schnell berechnen. Wenn der aktuelle Preis pro Aktie 30 Euro beträgt, würde sich die Gesamtinvestition auf 6.000 Euro belaufen. 6. Gesamtrendite. Diese Kennzahl ist für die Bewertung der Leistung von Stammaktien von grundlegender Bedeutung, da sie sowohl die Dividendenrendite als auch etwaige prozentuale Schwankungen des Aktienkurses im Laufe des Jahres berücksichtigt. Die Dividendenrendite, die in der Regel als Prozentsatz ausgedrückt wird, wird berechnet, indem der jährliche Dividendenbetrag durch den aktuellen Marktpreis geteilt wird. Wenn beispielsweise die Acme-Aktie eine jährliche Dividende von 2 Euro pro Aktie bietet und derzeit bei 100 Euro pro Aktie notiert, ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 2%. Nun stell dir vor, der Aktienkurs steigt von 100 auf 110 Euro pro Aktie, was einem Gewinn von 10 Euro und somit einer Wertsteigerung von 10% entspricht. Wenn beide Ereignisse eintreten, beträgt die Gesamtrendite der Acme-Aktie 12%, da sich die 2% Dividendenrendite und die 10% Kapitalertragsrendite addieren. Nummer 5. Gewinn pro Aktie. Der Gewinn des Unternehmens pro Aktie wird berechnet, indem der Gesamtgewinn durch die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien geteilt wird. Diese Kennzahl bietet wertvolle Einblicke in die Rentabilität des Unternehmens auf Basis der einzelnen Aktie. Nummer 4. Dividenden pro Aktie. Die Beziehung zwischen dem Gesamtgewinn eines Unternehmens und dem Gewinn pro Aktie kann mit der Beziehung zwischen den gesamten Dividendenzahlungen des Unternehmens und den Dividenden pro Aktie verglichen werden. Dividenden pro Aktie werden berechnet, indem die gesamten Dividenden durch die Anzahl der ausstehenden Aktien geteilt werden. Einzelne Aktionäre können ihre gesamte Dividendenzahlung ermitteln, indem sie die Dividenden pro Aktie des Unternehmens mit der Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien multiplizieren. Wenn die Standardgesellschaft beispielsweise in der Zeitung bekannt gibt, dass sie 800.000 Euro des Nettogewinns von 1.000.000 Euro für das Jahr 1990 reinvestieren möchte, belaufen sich die Dividendenzahlungen auf insgesamt 200.000 Euro, Dividenden gesamtgeteilt durch 100.000 ausstehende Aktien. Wenn du 5.000 Aktien besitzt, würdest du 10.000 Euro an Dividenden erhalten, 2 Euro pro Aktie multipliziert mit 10.000 Aktien. Nummer 3. Gewinnrendite. Während Aktionäre nur einen Teil der Unternehmensgewinne als Dividenden erhalten, sollte der einbehaltene Teil für die Reinvestition dem Aktionär beim Verkauf der Aktien zugutekommen. Diese Methode zur Bewertung von Aktien liefert ein Maß für die Rendite der Aktie. Nummer 2. Gewinnraten. In Finanznachrichten wird häufig eine Gewinnkennzahl hervorgehoben, die durch Division des Aktienkurses durch den Gewinn pro Aktie berechnet wird. Diese Kennzahl ist im Grunde eine andere Art der Interpretation der Gewinnrendite. Wenn du beispielsweise eine Aktie für 25 Euro pro Aktie kaufst und der Jahresgewinn 5 Euro pro Aktie beträgt, kannst du die Gewinnrendite berechnen, indem du 5 Euro durch 25 Euro teilst, was eine Gewinnrendite von 20% ergibt. Um die Gewinnquote zu bestimmen, werden die 20% in 20 geteilt durch 100 umgewandelt und der Kehrwert gebildet, in diesem Fall also 5. Wenn du dieselbe Aktie für 20 Euro pro Aktie mit einem Gewinn von 5 Euro kaufst, würde die Gewinnrendite 25% betragen und das Gewinnkursverhältnis 4. Dies zeigt, dass eine Aktie mit einer niedrigeren Gewinnquote einer mit einer höheren Quote vorzuziehen ist. Zuletzt die Nummer 1, der Buchwert. Eine alternative Methode zur Bewertung von Aktien ist die Bewertung auf Grundlage des Buchwerts. Der Buchwert wird allgemein als das Nettovermögen eines Unternehmens definiert, das sich aus der Differenz zwischen den Aktiva und den Passiva ergibt. Diese Informationen sind in der Regel im Jahresbericht des Unternehmens zu finden.
Anleger können den Buchwert einer Aktie leicht ermitteln, da er in der Regel zusammen mit anderen wichtigen Kennzahlen in den Aktieninformationen des Unternehmens aufgeführt ist. Bei der Auswahl von Aktien zum Kauf suchen viele Anleger nach Aktien mit einem Buchwert, der über dem aktuellen Marktpreis liegt. Sie glauben, dass ihr Anteil an den Erlösen höher ist als der Gesamtbetrag, der für die Aktie gezahlt wurde, wenn das Unternehmen liquidiert oder aufgeteilt und separat verkauft wird. Wenn außerdem davon ausgegangen wird, dass der hohe Buchwert der Aktie Übernahmeangebote anziehen wird, können Anleger davon ausgehen, dass der Käufer einen Aufschlag für alle ausstehenden Aktien bietet, was zu einer rentablen Rendite für die aktuellen Aktionäre führt. Kommen wir nun zum richtigen Zeitpunkt für den Kauf und Verkauf von Aktien sowie zu den idealen Preispunkten. Im Laufe der Jahre mussten sich Aktionäre immer wieder die schwierige Frage stellen, wann sie kaufen, wann sie verkaufen und zu welchem Preis. Viele haben sich dabei an den Value-Ansatz gehalten, eine Strategie, die erstmals von Benjamin Graham, einem angesehenen Investmentphilosophen, vorgestellt wurde. Dieser Ansatz wurde von Warren Buffett, einem von Grahams Schülern und wohl einem der erfolgreichsten Investoren Amerikas, weiterentwickelt. Im Wesentlichen besagt diese Strategie, dass ein Anleger eine Aktie kaufen sollte, wenn ihr Marktpreis niedriger ist als ihr Buch- oder Bilanzwert und sie verkaufen sollte, wenn der Marktpreis diesem Wert entspricht oder ihn übersteigt. Während sich diese Methode in einigen Szenarien als äußerst effektiv erwiesen hat, hat sie in anderen nicht immer die Erwartungen erfüllt. Dennoch kann ein Ansatz, der auf gesundem Menschenverstand beruht, für die meisten Anleger auch bei gelegentlichen Rückschlägen zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. Mit anderen Worten, die meisten Anleger sind der Meinung, dass sie durch ständige Beobachtung der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklungen und durch logisches Denken gewinnbringende Entscheidungen am Aktienmarkt treffen können, sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten. Ein Beispiel für eine vernünftige Vorgehensweise wäre es, während eines wirtschaftlichen Abschwungs Aktien von Lebensmittel- und Pharmaunternehmen zu halten oder zu kaufen. Warum? Nun, die meisten Anleger sind der Meinung, dass Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Situation Lebensmittel und Gesundheit priorisieren. Ehrlich gesagt gibt es für potenzielle Käufer oder Verkäufer nur wenig Orientierungshilfe, was den richtigen Zeitpunkt oder Preis für den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Aktie angeht. Aktuelle Aktionäre bewerten die Aussichten eines Unternehmens kontinuierlich, um die Rendite ihrer Investitionen zu maximieren. Wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen im In- und Ausland oder innerhalb einer bestimmten Branche ändern, kann die Aktie eines Unternehmens für bestimmte Anleger an Attraktivität gewinnen oder verlieren. Diese Veränderungen der Bedingungen und Bewertungen können zu Schwankungen bei den Preisen führen, die Anleger bereit sind, für eine Aktie zu zahlen. Wenn die Mehrheit der Anleger der Ansicht ist, dass sich die Aussichten eines bestimmten Unternehmens auf zukünftige Rentabilität verbessern, wird der Preis, den sie bereit sind, für Aktien dieses Unternehmens zu zahlen, wahrscheinlich steigen. Wenn Anleger hingegen der Ansicht sind, dass die Aussichten eines Unternehmens auf zukünftige Rentabilität düster sind, werden sie weniger bereit sein, einen hohen Preis für Aktien dieses Unternehmens zu zahlen. Diese Schwankungen der Marktbedingungen in Verbindung mit der Analyse eines Anlegers beeinflussen, ob die Aktienkurse steigen oder fallen, was es für Einzelpersonen schwierig macht, diese Veränderungen mit Sicherheit vorherzusagen. Da hast du es! Wenn du die 7 Dinge, die du in diesem Video gelernt hast, berücksichtigst, bevor du Aktien kaufst, bist du auf dem besten Weg zu einer erfolgreichen Investition. Hier sind noch weitere Videos von unserem Kanal, die dich bestimmt interessieren.